Okay. Er läuft weiter mit dem Kettensägenschwert auf dich zu und lässt es dann im Leerlaufmodus ja, in seiner Hand. Toll. Oh, dann würde ich. Schiebst du die anderen Leute beiseite? Sie stinken ja erbärmlich. Ich springe einfach drüber. Und ach, du springst einfach drüber, alles klar. Ich mache einfach direkt einen Sprungangriff auf den General. Ja, alles klar. Machst du hier einen Sturmangriff von oben, oder? Ja. Okay, gut. Dann kannst du gegen den Rebellengeneral kämpfen. Wir behalten deine Initiative. Ich bin auch bei der 8. Dann... Du hast die 7, ne? Also bleiben wir. Ich hatte die... Ja, 7. Ja, genau. Dann kannst du gerne deinen Sprungangriff starten. Und bevor du mit deinem Fuß aufsetzt und das Kettensägenschwert eben gerne in den Fuß bzw. in den Kopf hiebst, taucht er unter deinem Schlag durch und würde ganz gerne als erstes zusehen. Seine Initiative ist höher. Er hat eine blutgetränkte Armor-Plus-Rüstung und er geht in den Nahkampf mit dir. Einen W100. 10. Er hat auf alle Fälle getroffen. Mit 4, ja, mit 3 Erfolgsgraden. Dann schaue ich mal, ob ich ihn parieren kann. Und somit dann, wenn ich pariere, dann gibt es direkt einen Gegenschlag. Ja, habe ich geschafft mit 4 Erfolgsgraden. Gut, er hat wie gesagt auch 4 Erfolgsgrade. Dann sägt Säge gegen Säge. Und du kannst jetzt selber deinen Schlag ausführen, korrekt? Mhm. So, ich schlage als erstes dann mal mit dem Kettenaxt zu. Würde treffen. Ja, er versucht auszuweichen, schafft es aber nicht ganz und du kannst ihn treffen. Mhm, mach ich, mal gucken. Schaden. Das wären. Sekunde, 11, 18, 23 Schaden Durchschlag. 23 DS5? Ja. Okay, er hat eine Rüstung von 4, die negierst du mit deinem Durchschlag auf alle Fälle. Dann hat er einen Widerstand von 4. Damit sägst du im Prinzip sägst du ihm direkt den Kopf ab. Er hat 16 Lebenspunkte, Widerstand von 4, 20 kann er aushalten. Schafft er nicht. Okay, dann brauche ich nicht mehr noch zweimal zuschlagen. Danach hätte ich ja meinen normalen Angriff auch noch gehabt. Also ich wäre jetzt 6-mal dran gewesen, insgesamt. Rechter Arm. Nee, linker Arm. Sorry, linker Arm. Aber okay, das ist aber egal. Der Angriff schneidet glatt durch den Arm in den Oberkörper, tränkt den Boden mit Blut und das Opfer stirbt augenblicklich durch Schock und Blutverlust. Eine Rüstung wird blutgetränkt und der Boden vor dir ebenso. So bist du viel mehr ein Blood Angel als ein Deathwatch Space Wolf. Ich gebe einen lauten Wolfsgebrüll von mir und schreie nur für Rust und den Allvater. Damit könnt ihr erkennen, wie die Rebellen furchterregt auf dich und das Gemetzel blicken. Ihr Rebellengeneral, ihr Anführer, der eben gerade dich mutig herausgefordert hat, mit aller Verachtung, die er dir entgegengeschritten ist. So sehr schnell ist es vorbei. Mit dem Sprungmodul bist du einfach in seinen Kopf. Er hat sich noch einmal abgerollt und zack, war das Kettensägenschwert in seinem Körper drin. Sie lassen ihre Waffen fallen, ihre Lasergewehre und laufen. Ich würde gerne. Achso, sie laufen schon, okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne noch mal einmal so brüllen in ihre Rüstung mit einschüchtern. Ja, kannst du auf alle Fälle machen, ja, kannst du auf alle Fälle machen. Aber sie laufen, also du hast auf alle Fälle jetzt die Horde zerstreut. Ja. Einschüchtern geht auf Stärke, ne? Sicher, soweit ich weiß. So, das ja. Wäre dann, wenn ich noch eine Standard plus 20 kriege, wären das sogar 3 Erfolge. Ja, sie lassen, wie gesagt, ihre primitiven Waffen fallen, Fernkampf, Nahkampf und zerstreuen sich. Kampf ist vorbei. Ich brüll dann so in die Richtung. Siehst du, Engel? So macht man das. Ja, Glückstreffer. Irgendein solch jämmerlichen Gegner kann es doch jeder bestehen. Selbst ein Wolf, wie man gerade gesehen hat. Ich sage dir, wenn wir hier fertig sind, bist du dran. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich würde mich wortlos vom Kampf wegdrehen und zu dem General zurücklaufen. Ja, das mache ich auch. Stellung sichern! Zieht euch danach zurück in die Kathedrale! Ja, und jetzt sprecht. Wartet doch einmal, bis wenigstens die normalen Soldaten hier oder die PVS weg ist.
Verdammt. Ich würde dann direkt vor ihm vom Himmel runterfallen. Und ja, unter dir splittern noch die Bodenplatten. Und du kannst irgendwelche, ja, die PVS, die dich unglaublich anstarrt oder euch unglaublich anstarrt, einige weinen, andere flüstern irgendwas von Engeln oder von eure Lords verbeugen sich tief und dann sind die übrig gebliebenen, auch wenn der Boden von vielen von ihnen noch blutbedeckt ist und viele Leichen zurückgeblieben sind, aber dann sind ein Großteil zurück in der Kathedrale. Ihr müsst es meinen Brüdern entschuldigen. Nicht jeder von ihnen kennt solche Prozeduren. Nun, wenn ihr Deathwatch Space Marines seid, dann dachte ich, dass ihr irgendwie Erfahrung mit der Inquisition hättet. Tippt sich einmal an sein bionisches Auge und ihr könnt erkennen, wie die Gestalt von Hauptmann Escote drahtiger wird, schwarz. Und dann könnt ihr vor euch eine Assassinin erkennen mit rotem langen Zopf, rot glühenden Augen und einem schwarzen Hautpanzer. Eine Kalidus-Assassinin. Meine Lords, willkommen auf Lordsholm. Ja, ich nehme an, die Invasion dieser Wesen war erfolgreich. Das ist leider so. Sie haben vor sicherlich mehreren Jahren davon angefangen, sich hier etwas einzurichten. Ich bin nicht die Inquisitorin, falls ihr die gesucht habt. Die ist verschwunden. Aber ich bin ihre Agentin. Ihr könnt mich Sindala nennen. Oder aber, ob man das Code wie ihr wünscht. Ja, Hinweise auf den Verbleib der Inquisitorin. Nun, Hinweise gibt es sicherlich zahlreiche. Sie ist irgendwo im Fabrika-Distrikt verschwunden. Allerdings würde ich, wenn ihr weitere Fragen stellen wollt, einmal zum Blinden Heiligen eilen. Dort haben wir mit unseren Informationen angefangen. Sie hat auch einige Hinweise hinterlassen, aber was wir vor allem jetzt brauchen, bevor ihr in den Blinden Heiligen eilt oder zum Lumpenmarkt oder dem Dreckloch. Wir brauchen Verstärkung. Und damit meine ich nicht Deathwatch Space Marines, sondern ein ganzes Heer von entweder Space Marines oder mehrere Fregatten. Allerdings ist der Funk tot. Alles ist tot. Ihr müsst zum Haus der Echos. Magistra-Distrikt. Als erstes möchte ich gern eure Identität bestätigt haben. Könnt ihr euch irgendwie ausweisen? Sie zieht aus einer ihrer unsichtbaren Taschen ein I, was sie wohl als Inquisitionsmitglied, als Akolytin ausweist. Und du kannst einmal kurz mit deinen eigenen Scannern drüber fahren. Das ist auf alle Fälle eine Bio-Verschlüsselung, die dann wohl zu ihr passt. Also es hat sie nicht gestohlen. Okay, gut. Dann nicke ich ihr zu. Fahrt fort. Wie gesagt, der Funk ist tot. Wir brauchen Verstärkung. Wir haben nicht viele Tage. Aber wenn wir diesen Planeten retten wollen, dann müssen wir Verstärkung holen. Und danach die Informationen von Inquisitorin Kalistradi bergen. Das ist kein Befehl. Das wisst ihr so gut wie ich. Ich kann euch keine Befehle geben und ich werde das auch nicht tun, aber das ist das, was getan werden muss. Ich muss versuchen, mit der PVS den spärlichen Rest zusammenzuhalten. Das ist ausgesprochen schwierig, muss ich sagen. Naja, so schlecht haben sie nicht gekämpft. Nun, sie sind schwach ausgebildet. Das ist ein Agrarplanet. Ich funk mal über internes Vox den Bruder Apothekarius an und frag ihn, ob er mit mir mal die Feindtruppen inspizieren kann, ob wir schon Anzeichen von Genestainer-Befall entdecken können. Machen wir. Gut. Die Schwester oder die Elisabeth lässt du einfach weiter liegen, ne, mit gebrochenen Beinen. Ja, die nehme ich später wieder mit. Oder ich drehe mich um. Hauptmann? Ja? Wir haben Ballast dabei. Es wäre eine Freude und ein Vergnügen, wenn ihr euch darum kümmern könntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr Menschen nicht als Ballast bezeichnet. Erst einmal brauchen wir sie. Sie muss unseres Schiff kontaktieren, das Verstärkung angefordert wird. Sie hat unser Langstreckenkommunikationsgerät dabei, womit wir durchaus unser Schiff kontaktieren könnten.
Ja, das kann doch der andere Ballast. Das funktioniert nicht. Ja, einfach abnehmen. Wenn ihr mir eben zugehört hättet, mein Lord, hättet ihr verstanden, dass sämtlicher Funk blockiert wird. Und das liegt nicht daran, dass wir keins haben, sondern dass es einfach nicht funktioniert. Wir müssen eine Astropathin aussuchen. Okay. Das heißt, ihr solltet so schnell wie möglich in den Magistra-Distrikt eilen und dort mit dem Planetengouverneur sprechen, damit er euch eine Astropathin zur Verfügung stellt, die im Haus der Echos weilt. Mit ihr könntet ihr ein Notsignal absenden, was nicht nur diesen Planeten verlässt und vor den Schatten warnt, sondern auch Fregatten im Umkreis in diesem ganzen Keil verständigt. Denn sollte dieser Planet fallen, hätte der ganze Kreuzzug ein Problem. Das klingt nach einem Plan. Ja. Wir befassen müssen. Verstanden. Wir werden das unserem Missionsprotokoll beifügen. Und ihr seid auch ein Thronagent? Schaut sie damit zu Worgen? In der Tat, ja. Sie verbeugt sich immer vor dir. Zeigt damit wohl vor dir den meisten Respekt. Weniger vor den Space Marines, vielmehr vor dir. Ja, ich nicke ihr zu. Beachtlich. Aber das waren nur Menschen. Wie gesagt, meine Inquisitorin hat Symbiontenbefall beobachtet. Und das bedeutet, dass es hier irgendwo einen Patriarchen bzw. einen Symbiarchen geben muss. Wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Ich schüttel mit dem Kopf. Habt ihr schon einmal gegen Tyranniden gekämpft? Ich nicke. Sie nickt. Nun, der Symbiarch ist groß. Wir wissen nicht, wie groß, kommt auf das Alter an und wie lange sie schon hier sind, aber er ist mächtig und psionisch aktiv. Ihr habt keine Psioniker bei euch? Keine Skriptoren? Negativ. Ihr werdet euch schon zu helfen wissen. Solltet ihr etwas von mir brauchen, dann Kurzstreckenvox wird funktionieren. Ich gebe euch meine Daten durch. Nur Langstreckenvox ist blockiert. Ich vermute, dass der Schatten, wie gesagt, sich bereits über den Planeten gelegt hat. Mit der Kraft des Imperators werden wir auch dieses Monster vernichten. Nun, das hoffe ich. Ja, wohlgesprochen, Brüder. Ich würde auf unser internes Vox wechseln. Brüder, behalt euch mit eurer Besichtigung. Wir müssen abmarschieren. Bestätige. Wenn ihr von hier aus in Richtung Norden eilt, dort wird es noch einmal die PVS-Basis geben, die ebenso umkämpft ist. Aber dort werdet ihr sicherlich einen Panzer oder so etwas bekommen. Vielleicht ein Lehman Russ oder so. Oder eine Chimäre. Ich weiß nicht, ob die für eure Zwecke ausreichend ist, aber nun, vielleicht habt ihr ja Glück, wenn ihr sie zum Laufen bekommt. Das sind von dieser Position aus grob 70 Meilen. Wenn ihr noch etwas wünscht, dann benutzt das Inquisitionsvox. Noch weitere Fragen an mich? Nein. Weitermachen. Gut. Sie tippt sich dann mal wieder auf das I, mit dem sie sich selbst identifiziert hat, und ihr könnt dann wieder erkennen, wie ihre Gestalt größer, kräftiger wird und dann mit einem bionischen Auge wieder abgeschlossen wird zur Hauptmann des Code. Der dreht sich dann um. Männer, die Engel haben uns gerettet! Und wird dann mit verschiedenen Befehlen versuchen, die Kathedrale erstmal zu sichern. Verschwindet, wie gesagt, im Inneren und ihr seid alleine. Ja, Gabriel, was meinst du? Wir müssen uns das genauer beschauen. Ich beuge mich über ein, zwei der Leichen und benutze meinen Reduktor missbräuchlich dafür, ihnen die Rüstung und Klamotten aufzusägen und ihnen die Kleidung vom Leib zu reißen, um die Schädeldecke und auch die Haut näher inspizieren zu können. Ich gebe ihm Deckung und schaue mich aufmerksam um. Nach vorne. Schaut euch vor allem den General an. Verstanden. Bruder Octavius, schleifst du ihn her? Gerne. Okay, gib mir mal einen Wurf auf Medizin. Dafür haben wir es. Menschliche Anatomie gebe ich dir eine plus 20. 3. Ja, das ist eine 3. Ja, du siegst die verschiedenen Kleidungsteile auf, ab und zu dann auch mal durch das Brustbein, sodass der Knochen splittert und du dann auch die Organe betrachten kannst. Hier und da zertrittst du dann irgendwelche Köpfe und schaust dir das Plasma an oder das Blut. Analysierst ein bisschen, steckst deine Spritzen in verschiedene Körperteile und bist wohl der Meinung, dass das verarmte
widerliche Menschen sind, so Abschaum aus der Gasse, unterernährt. Die kann man sicherlich sehr einfach motivieren, Sturm zu laufen, vor allem gegen das Imperium, wenn man dann eben die richtigen Gedanken schürt, wieder und wieder. Und wenn du dann vor dem General stehen bleibst, kannst du wohl erkennen, ja, also auf den ersten Blick nicht, aber auf den zweiten Blick, du kannst die Hornplatten erkennen, die sich bereits auf seinem Schädel abgezeichnet haben. Das war wohl einer der älteren Generationen, fünfte oder vierte Generation, also nicht besonders stark, hat auch keine weiteren Gliedmaße zumindest bekommen, aber mit seiner Größe über 2 Meter ist das schon außergewöhnlich, dass man den dann hier zwischen den verharmten Gestalten antrifft. Und der war auf alle Fälle verändert und einer der Symbionten. Ein sehr unteres Mitglied, aber ja. Macht schon Sinn, dass der sowas anführt. Und dann den profanen menschlichen Kult aufrührt mit symbiontischen Gedanken. Ja, die Rebellen sind alles Primaten. Doch der General. Dabei handelt es sich wohl tatsächlich um einen Symbiont. Wie es scheint diese ganze Rebellion von ihnen angezettelt, um die Macht des Imperators auf diesem Planeten zu schmälern. Das müssen wir verhindern. Das ist unsere Mission. Lasst uns zu unseren Kameraden gehen und weitere Pläne schmieden. Ich laufe einfach an dem Wolf vorbei. Oder Wilhelm komme und beiden. Ein Symbiont hat sich wohl unter ihnen befunden. Der Anführer, der General, den unser Wölfchen in Stücke geschlagen hat. Naja, das haben wir ja erwartet. Wir müssen abmarschieren. Dann suchen wir dieses Haus der Echos auf. Ich weiß nicht. Mir widerstrebt es, von einem Menschen Befehle entgegenzunehmen, als wäre sie unser zugeteilter Inquisitor. Unser Primärziel hat sich nicht geändert. Wir sollen die Inquisitorin finden. Ja, ich stimme dem zu. Allerdings geht es in diesem Unterfangen darum, den Planeten zu retten. Unser Primärziel war nicht die Inquisitorin, sondern ihre Information. Und wir haben schon einige Informationen gesammelt, die auf den Planeten auf jeden Fall verlassen müssen, wenn wir diesen noch halten. Also, auch wenn es mir ebenfalls missstrebt, Anweisungen des Menschen zu befolgen, einfachen Menschen, sind das doch gute Empfehlungen. Ja, wir werden die Inquisitorin zum weiteren Nutzen dieses Menschen befragen. Sie war keine Inquisitorin, sie war nur eine Agentin wie unser Borgen. Richtig. Dementsprechend werden wir ihre Inquisitorin fragen. Als Akolutin ist sie sogar noch unter Worgen. Also Worgen ist Thronagent und damit schon wesentlich höher als sie. Jedoch ist es die Idee, einen Kommunikationspunkt zu eröffnen, nicht verkehrt. So wie ich verstanden habe, können wir nicht mit unseren Standardgeräten hier raus kommunizieren und den Interrogator zu kontaktieren und den Stand zu berichten. Um auch hier wegzukommen, brauchen wir definitiv Kommunikation nach außen. Milords, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung ist, aber die Akolytin hat ebenfalls davon gesprochen, dass wir uns erst an den Lord Gouverneur wenden sollten, dass er uns jemanden aus dem Haus des Echos zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, ob das diplomatisch gesehen die beste Möglichkeit ist. Vielleicht könnten wir durchaus dabei herausfinden, ob dieser Gouverneur auch einer von diesen abscheulichen Symbionten ist. Er wird uns zur Verfügung stellen, was immer wir brauchen, um diesen jämmerlichen Planeten zu retten. Und ich denke, jetzt schon um Hilfe zu rufen, ist verfrüht. Richtig. Wir sind gerade erst angekommen. Wir haben noch Zeit, den Planeten zu retten. Aber vielleicht weiß er, wenn er einer von diesen Besessenen ist, vielleicht hat er sich die Inquisitorin geschnappt. Hat diese
Assassine irgendwelche Hinweise fallen lassen über den Verbleib der Inquisitorin? Sie ist genauso ratlos wie wir. Ja, sie vermutet die Inquisitoren an eventuell verschiedenen Stellen in der Stadt, aber das ist wenig hilfreich. Von daher ist die Idee mit dem Gouverneurspalast gar nicht so verkehrt. Jawohl. Wenn nämlich die Symbionten den Planet übernehmen wollen, ist es absichtlich von der Logik her, dass wohl der Gouverneur der Erste ist, den sie versuchen zu kriegen. Denn wenn sie den Gouverneur haben, kriegen sie den Rest auch einfach. Ja, außerdem ist auf dem Weg auch die Basis der loyalen Soldaten. So können wir ebenfalls herausfinden, ob der Kommandant der Basis auch besessen ist. Ja. Und vielleicht einen kleinen Panzer abstauben. Einen kleinen Panzer, den benutze ich als Wurfgeschoss. Da passe ich nicht rein. Ich befürchte Ähnliches. Ich bezweifle, dass sie Ausrüstung haben, die uns transportieren kann. Aber für euch, Soldat, könnte es interessant sein. Wir sollten uns vielleicht nochmal das Thunderhawk angucken. Die sind sehr stabil gebaut. Vielleicht ist das reparabel. Naja, also ein Flügel ist auf jeden Fall abgerissen. Und habt ihr die nötigen Materialien? Und die mögliche Ausbildung, um den wir zu reparieren? Wir sollten nicht schon über unsere Flucht nachdenken. Wenn der Planet fällt, fallen wir auch. Ich lasse den Planeten nicht fallen wie ihr. Ich habe keineswegs über unsere Flucht nachgedacht. Nur ein Thunderhawk ist schon gleich für unsere Größe angepasst und ein wesentlich besseres Transportmittel als ein Menschenpanzer. Meine Lords, meine Beine sind gebrochen, aber wenn ihr mögt, ich versuche zu laufen, aber es tut weh. Aber das, was gesagt wurde, Worgen ist Panzerfahrer auf Cardia gewesen. Und sie sagte etwas von 70 Kilometern, oder nicht? Das werde ich nun nicht mehr schaffen. Ja, so könnten wir euch da rein positionieren, genauso wie Worgen, und ihr werdet auch gleich effektiver. Verzeiht, dass ich mich mit meiner Behinderung einschränke. Der Hauptmann hätte dich eigentlich mitnehmen sollen, hatte ich vergessen. Ja, ich würde hier einmal die Hand auf den Kopf legen. Das Gebet mag die Seele läutern, doch nur Schmerz läutert den Körper. Beide sind unerlässlich für das Überleben der Menschheit. Also marschiert. Brüder, wir marschieren. Worgen, kannst du mich stützen, bitte? Aber natürlich. Und ich stütze sie. Ja, das könnt ihr vergessen. Da sind wir zu langsam. Ich wollte gerade erwähnen, so brauchen wir Tage. Ich pack mir sie wieder. Sind denn auf dem Platz irgendwelche Fahrzeuge noch abgestellt? Fahrzeuge werdet ihr nicht finden. Nur, wie gesagt, abgestellte große Munitionskisten und irgendwelche großen Kastoren mit, ja, was ist da drin? Wahrscheinlich Lebensmittel oder so. Zumindest ist das der Aufdruck. Morgen, ihr müsst euch wieder an unser Tempo anpassen. Ich werde mein Bestes tun. Na, das habt ihr schon einmal bewiesen. So sollten wir aufbrechen, Brüder. Welche Richtung? Der PVS-Basis? Ich würde vorschlagen, ja. Wenn wir dort ein Fahrzeug finden für die beiden, können wir durchaus schneller werden. Bestätige. Ich werde vorne weggehen und schauen, ob es Hinterhalter da irgendwas gibt. Dann decke ich uns den Rücken. So bricht ihr auf. Der Portica-Distrikt, der sich zum Großteil an der Seeseite von Lordsholm erstreckt, umfasst den gesamten südöstlichen Teil der Stadt. Er ist Verkehrsknotenpunkt, der von zahlreichen Straßen, Mackschienen und Docks gekennzeichnet ist. Ihr könnt Waren aus ganz Avalos erkennen, die hier die Stadt erreichen und dann weiter verschifft werden, die eben auch direkt vor euch auf dem Platz standen. Oder aber die weitergeleitet zu den Fabriken werden im Fabrika-Distrikt, zum Raumhafen, zu den Märkten auf der ganzen Welt. Dank seiner Nähe zum Meer kann man dann eben auch relativ gut mit dem Schiff anliefern, was ebenso funktioniert. Der Distrikt ist
kalt, weil er eben an der Seeseite hängt, aber im Vergleich, weil ihr auf der Südseite des Planeten seid, dann grob 30 Grad, während der restliche Bereich wohl doch noch etwas wärmer ist als die 30. Er ist aber vor allem nebelverhangen und feucht und dieser Salzwassergestank und Promethium erfüllt die Luft und es dreut Nebel. Es dreut nicht nur Nebel, es dreut Regen, der dann irgendwie gerne runterkommen möchte, um dann eben das Blut und den Schmutz wegzuspülen.